Ich weiß auch nicht warum. Ja. Wir spielen immer noch, meine Damen und Herren, wir spielen immer noch Hand of Fate 2. Und das bleibt auch erstmal so. Letzte Runde für heute. Ja, eine Runde machen wir noch. Ja, und zwar werden wir jetzt die Geschichte um den Kaiser spielen. Der Kaiser. Der Kaiser. Der Kaiser. Die Kaiserin. Der Kaiser. Bei der Kaiserin ging es damals nicht um die Kaiserin, sondern um eine Schamanin. Mal gucken, ob es jetzt bei dem Kaiser auch tatsächlich um einen Kaiser geht. Leider haben wir in der letzten Runde hier, ne, bei, oh Gott, ich muss niesen. Ich kann nicht niesen. Bei der Hohepriesterin haben wir leider verkackt und nicht alle Segen gekriegt, somit ist es nur halb vollständig abgeschlossen, ja. Also es ist schon abgeschlossen, aber nur silbern, ne. Aber mal gucken, ob wir den Kaiser diesmal meistern. Deswegen suchen wir uns jetzt mal den Begleiter aus, und zwar würde ich den Wanderer gerne wieder mitnehmen. Das war ein schöner Begleiter. Und nehmen wir mal die neuen Karten mit, damit wir ein bisschen Abwechslung haben. Hier, da, zack. Da müssen wir einen Segen eintauschen. Was bringt uns das denn? Glückskarten? Ja. Geschenk des Ältesten nehmen wir mal mit. So. Und dann hier, keine Ahnung, Weggabelung. So. Weiter. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Und diesmal würde ich dann gerne eine Rüstung mitnehmen. Und den. Und die. Und den Schild. Das ist eine gute Auswahl. Eine gute Auswahl. Vorräte. Okay, jetzt können wir uns entscheiden, nehmen wir 5 Nahrung mit oder nehmen wir direkt eine Waffe. Ich bin der Meinung, es macht mehr Sinn, wenn wir eine Waffe mitnehmen. Und das werde ich auch tun. Demnach weiter geht's. Mit den Vorräten, das ist das erste Mal, dass wir das machen können. Ist sehr interessant. Aber egal, wir starten die Geschichte. Der Kaiser. These foes I place before you, these rules, I do not know truly if they will train you for the challenges that Kallus will place in your way. Okidoki. Of course, so. We know how this part of the story ends. The Emperor is merely the face on the throne. Behind him, the usurper pulls the strings. The one who sits upon the throne of life and death has a great influence upon the world. Their very soul permeates the lands and fills the hearts of the people. Gut. Die schrille Stimme des Stadtschreiers klingt über den Marktplatz. Der Kaiser sucht Mitglieder der Abenteurergilde. Eine wichtige Expedition, die der Sicherheit des Kaiserreichs dient. Du bemerkst eine Gruppe Reisender, die sich in der Nähe aufhält, bepackt mit Waffen und Werkzeugen. Das Kaiserreich bietet bereits eine Belohnung für die Teilnahme an der Expedition an. Wenn wir es zurückschaffen, gibt es sogar eine noch größere. Da seht ihr, wie verzweifelt wir sind. Sie sind, nicht wir. Der Kartengeber fügt der Landkarte einen Goldzähler hinzu. Das verstehe ich nicht. Okay. Hier ist jetzt ein Goldzähler, was auch immer das ist. Das werden wir jetzt wohl herausfinden, schmerzlich. Wir gehen einen Schritt weiter. The Empire does not ask for much. Wir kriegen also pro Karte Geld, oder wie? Bei deiner Ankunft an den Toren des kaiserlichen Palasts wird dir eine kleine Menge Gold ausgezahlt. Soldaten eskortieren dich direkt in die Gemächer des Kaisers. Der Kaiser bleibt still und unbewegt, während sein oberster Rat die Expedition bespricht. Nur noch wenige Relikte aus dem letzten Zeitalter existieren noch in dieser Welt. Wir hatten eins davon in diesem Raum bis zur letzten Nacht. Achso, das ist eine Frau, die da redet. Ist auch egal. Sie deutet auf ein leeres Podest. Nicht nur müsst ihr das Symbol unserer Macht zurückholen, das uns gestohlen wurde. Wir bitten euch auch, seine 3 Schwesterrelikte zu finden. Also sind insgesamt 4 Relikte, die wir sammeln müssen. Sieht man auch hier oben. Da. Die Relikte finden und in Sicherheit bringen. Und wir haben jetzt, ja, oder ihr habt ja eher die Möglichkeit, euch jetzt zwischen 3 Möglichkeiten zu entscheiden, wie es weitergeht. Erklären, dass du bereit zum Aufbruch bist. Oder wollen wir noch eine Frage stellen, wer das gestohlen hat. Oder sollen wir das Podest untersuchen? Ihr seid gefragt. Gönnt euch.
würde ich einfach mal sagen. Na? Schön durchknallen. Du-bi-du, ich wäre so gern wie du-hu-hu. Ich möchte stehen wie du. Gehen wie du. Du-hu-hu, bap-bi-du-bi-du, wow. Nicht einschlafen, Leute. Jetzt nicht zum Ende hin noch hier müde werden, ne? Und einfach gehen. Bitte nicht. Bitte nicht. Komm, den letzten ziehen wir jetzt noch durch und dann könnt ihr schlafen gehen. Versprochen. Ich lasse mir auch nicht so viel Zeit, ja. Also ganz chillig, vanillig. Ja, man sieht halt echt die... Seit der Pause ist hier ordentlich die... Schade, die Resonanz runtergegangen. Aber es macht ja trotzdem nichts. Weil ihr habt jetzt zu 100% quasi entschieden, wir untersuchen das Podest. Ein verziertes Kissen ruht auf einer Steinsäule. Im Staub machst du die Form einer gezackten Klinge aus. Es war ein zeremoniales Schwert. Es stand für Dekaden unter unserem Schutz. Es ist nicht das Schwert, das wir schützen. Ach so. Es ist nicht das Schwert, das wir schützen. Wir beschützen die, die versuchen, es in ihren Besitz zu bringen. Die Klinge ist verflucht. Ihr Gift schadet dem Träger, der Waffe und dem Feind gleichermaßen. Vielen Dank fürs Resubscriber, lieber Kimo! Ey, guten Abend, ihr Lieben. Moinsen, was geht? Danke, 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 danke. 26 Monate ist er schon da. Lecko, funny, sag ich dann nur. Nur noch wenige Relikte aus den letzten Zeitalter existieren noch in dieser Welt. Wir hatten eines davon in diesem Raum bis zur letzten Nacht. Achso, ja gut, das hatten wir gerade. Wollen wir noch fragen, wer das Artefakt gestohlen hat, oder sollen wir loslehnen? Loslehnen! Ihr entscheidet. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Wir hatten noch den Stream. Den 12-Stunden-Stream zur Feier der 250 Subs gemacht, ne? Boah, wie krass. Also mir fällt gerade zum ersten Mal so richtig auf, was die Prime-Subs quasi ausmachen an der Subzahl. Weil das sind tatsächlich 73 Leute. 73 Subs. Das ist krass. Gut, ihr wollt noch fragen, wer das Artefakt gestohlen hat. Die Hinweise deuten auf einen gewöhnlichen Einbrecher hin. Er hat einen Schwachpunkt in unserer Wachbesetzung ausgenutzt. Es gibt viele Schätze in diesem Palast. Es ist seltsam, dass nicht mehr gestohlen wurde. Nur noch... Achso, ja gut, komm. Haltet ein. Es braucht erfahrene, gefährliche Diebe, um das Artefakt zu entwenden. Ihr müsst sicherstellen, dass ihr da draußen sicher seid. Stattet unserem Ausbildungsoffizier auf eurem Wege nach draußen einen Besuch ab. Danke dir. Machen wir. Und zwar jetzt sofort. A keen eye will notice that themes repeat themselves. Events too. The wheel ever turns. Du wirst vom Hauptmann Estrella Fiore begrüßt. Diebe sind Feiglinge durch und durch. Sie werden euren schwersten Angriffen ausweichen, genauso wie sie ihren Bürgerpflichten ausweichen. Eine flinke Klinge ist die beste Wahl, um sie zu besiegen. Hier, probiert mal diese aus. Der Kampf mit zwei Waffen ist effektiv gegen schnelle Gegner wie Diebe, aber schwach gegen gepanzerte Einheiten wie die des Kaiserreichs. Gut, wir kriegen... I never understood the duel. If you are at war, use every tool at your disposal. If not, let things lie. Okay, dann rüsten wir die mal aus. Und, Alter, was? Still, holy shit. You find yourself hunting relics. Do you not wonder why or what they may do? Deine Quest bringt dich weit weg von der Stadt. Die weite Wildnis erstreckt sich vor dir. Dein Begleiter erinnert dich an die Mission des Kaisers. Ein Relikt wurde von dreisten Dieben gestohlen. Ein zwielichtiger Händler hat ein anderes in seinem Besitz. Eins wird in deinem kleinen Dorf im Norden aufbewahrt und das letzte... Dein Begleiter zuckt mit den Schultern. Das weiß niemand. Finde ich für Relikte, liefere sie sicher im Kaiserreich ab. Okay. Ich bin irritiert, dass das so viele Sachen sind, aber ich würde einfach mal sagen, wir gehen jetzt mal einfach nach vorne. Guck mal, da haben wir schon mal eine perfekte Karte, damit sehen wir nämlich alles, was vor uns ist.
Du erreichst den Wegweise möglichen Wege in Osten und Westen anzeigt. Schön. Das heißt, hier kommt die alte Frau. Age turns us all. She has done rather better than I in the time that has passed. Schlagen! Hier noch eine kleine Spende zu meinem 24. Geburtstag. Kauf dir was zu Eseln, Marcel. Wieso schenkst du mir zu deinem Geburtstag Geld? Danke dir für die Donation. Vielen, vielen Dank. Und alles Gute zum Geburtstag, wenn du heute Geburtstag hast. Und der Stream kackt gerade ausgerechnet jetzt ab. Sekunde. Alles Gute zum Geburtstag oder alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Sehr großzügig von dir. Aber wir haben hier eine Aufgabe zu tun. Ja. Und da bist du herzlich eingeladen, natürlich auch abzustimmen. Und zwar, auf deinem Weg durch einen schattigen Wald begegnest du einer alten Frau. Sie hält an, um dich zu grüßen. Jahrhunderte lang habe ich den Sterblichen geholfen, die sich in meinem Wald verirrten. Kann ich eure Heil durch irgendetwas beleichtern? Wollen wir die Alte um Vorräte, um ein längeres Leben oder nach Gold fragen? Ihr seid dabei. Danke, ich habe heute Geburtstag. Ah ja, Mensch. Dann Happy Birthday. Happy, Happy Birthday. Happy, Happy Birthday. Und schön, dass du deinen Geburtstag mit uns hier feierst. Ich hoffe, der Abend sagt dir zu. Ich gebe mir Mühe. Auch wenn der Abend nicht mehr sehr lange geht, weil wir nur noch die Runde hier machen und dann ist Schluss. Aber gut. So. Also logischerweise müssten wir nach Vorräte bitten, weil wir nur noch eine Nahrung haben, ne? Und ihr seid auch der Meinung, deswegen machen wir das auch einfach mal. Das soll euch ein paar Tage über Wasser halten, meint sie mit zusammengekniffenen Augen. Bäm, 5 Nahrungen. Das wird niemals ein paar Tage halten. Was ist mit dir? Die weite Wildnis. Mal kurz gucken. Ja, wir gehen jetzt einfach mal hier geradeaus weiter. A moment of peace on your travels. Savor it. Die Wildnis ist einladend, ihre Gaben reichhaltig. Nach deiner Erkundungsrunde fühlst du dich erfrischt und gestärkt. 10 Leben, die ich nicht einsetzen kann. Toll, das hätte ich mir mal sparen können. Gut, Wachturm. An opportunity to better understand these lands, perhaps. Du näherst dich einem Wachturm des Kaiserreichs in einem Gebiet, was für Reisende verboten ist. Der Turm befindet sich an der Grenze des Kaiserreichs, weit, weit entfernt von der Hauptstadt. Halt! Befiehlt einer, als du dich dem Turm näherst. Niemand darf von den Landen der Nordlinge ins Kaiserreich einreisen. Wollen wir ihnen Gold anbieten, versuchen am Turm vorbeizuschleichen oder einen Umweg machen? Ihr seid gefragt und je nachdem, was ihr, wie ihr euch entscheidet, werde ich gegebenenfalls in meinem Inventar die Waffe wechseln. Haben die Donuts eigentlich geschmeckt, aber mit der Typ aufs Intro? Ja, also ich hatte. Ja, wir hatten ja, glaube ich, ein oder zwei. Nee, warte, ich glaube. Ja, wir hatten jeder einen Donut. Die waren ganz lecker. War schön, war ein schönes Ding. Und ich hoffe, du hattest natürlich auch noch einen schönen Abend, ne? Mit deinen Freunden da, glaube ich. Ich glaube, du warst da mit deinen Kumpels oder so. Wenn ihr alle täuscht. Okay, ihr wollt also, dass ich vorbeischleiche. Oder? Oder irre ich? Oder irre ich etwa? Ihr wollt dran vorbeischleichen. Dann machen wir das doch. Dennoch, bevor wir erwischt werden, möchte ich mal ganz kurz hier die Waffe auswechseln. Weil wir gerade eher mit gepanzerten Leuten zu tun haben, als mit flinken. Gut. Vorbeischleichen. Du kehrst Stunden später bei Einbruch der Nacht zurück. Du siehst zu den Fenstern des Turms hoch und fürchtest, angegriffen zu werden, während du durch das Unterholz kriechst. Jetzt muss ich würfeln, oder? Jawohl. Okay. Gut, dass ich die Waffe gewechselt habe. Mal kurz gucken. Das war's. Ein Wurf habe ich noch übrig. Ich glaube kaum, dass wir das schaffen. Wir brauchen jetzt eine 8. Oh, wow. Geiler Typ, Alter. Geiler Typ. Aber nichts passiert, als du auf dem Turm kletterst. Du schaust nach Osten und Westen. Du hältst 2 Ruhm. Du blickst nach Norden und Süden. Ich erhalte keine 2 Ruhm. Oh. Woo! Schön. Kann ich aufdecken, die Kacke. Gut, gehen wir mal weiter. Du setzt deine Reise fort. Super Pupa. Ich möchte aber erstmal zu dem Häuschen hier.
Ah, da kann ich mich wieder aufladen. Nach deiner Erkundungsrunde erfischt und gestärkt. 25 Leben. Wieso ist das so gemein? Ich. Egal. Tempelrelikt. Das Dorf Dornich ist unscheinbar. Einzig ein winziger, fast vergessener Schrein zieht deine Aufmerksamkeit auf sich. Hier findest du ein weiteres Relikt, das auf einem staubigen Altar ruht. Eine alte Frau begrüßt dich. Wie ich sehe, interessiert ihr euch für unser Relikt? Die Legenden berichten von einer Zeit, in der ein mächtiger Held kommen und es beanspruchen wird. Bis dahin bleibt es hier in unserer Obhut. Erklären, dass du der Held bist, dir das Relikt mit Gewalt nehmen oder einfach abhauen. Was sagt ihr? Entscheidet. Nach dem Foto mit dir konnte der Tag sowieso nicht mehr scheiße werden. Oh, du bist süß. Bin so oft in Oberhausen und denke mir jedes Mal, wann sehe ich dich endlich? Ja, eigentlich hocke ich hauptsächlich hier in meiner Bude, ne? Das ist es halt. Der hat mich auch gefreut. Man trifft ja nicht alle Tage jemanden, der einen mag, ne? Die meisten Leute in Oberhausen, die grummeln dich halt an. So ist das hier im Ghetto. So, ihr wollt, ohne dass wir überhaupt mit der Alten reden, sollen wir einfach das Relikt mit Gewalt nehmen. Ist es euer Ernst? Anstatt erstmal zu sagen, dass ich ein Held bin, ja, hallo, sorry, aber ich bin hier der Held, du alte Scheiße. Jetzt reiß dich mal zusammen. Sagt ihr, nö, gib mir das jetzt, sonst hau ich dir aufs Maul. Aber gut, ihr habt entschieden. Ihr seid der Chef. Oh mein Gott. Ich werde so sterben. Das Relikt ist unsere heilige Verantwortung. Wir können nicht zulassen, dass ihr von vorhergesagten Helden seines Geburtsrecht beraubt. Die Dorfbewohner erheben ihre Waffen gegen dich. Einhändige Waffen. Okay, hier wird mir empfohlen, ich soll eine einhändige Waffe nehmen. Ist das eine einhändige? Ist eine schwere, leichte, schwere, leichte. Wo steht denn das mit dem einhändig sein? Heißt leicht einfach weithändig? Wahrscheinlich, ne? Na komm, nehmen wir die einfach hier. Passt schon, glaube ich, oder? Die verwitterte Klingen sind nicht so gut. Da, einhändige. Da, die nehmen wir. Das ist auch egal. Da haben wir nichts Besseres. Okay, dann auf gut Glück, ne? Auf Holz geklopft. Ab geht die Party, würde ich sagen. Hey, der wird's geil, Kapitän. Mit zwei Ruhm wird das eh nichts. Ach so, die Alte geht nach Ruhm. Okay, ja gut, dann müssen wir mit Gewalt davor gehen. Gewalt ist eine Lösung, Alter. Holy moly. Gesindel. Man weiß, dass nicht gut um das Land steht, wenn jene, die nicht kämpfen sollten, kämpfen. Gut, Kollege, du weißt, was zu tun ist, ne? Hau mal drauf. Reinschnitzeln! Was ist mit euch? Ich bin der Held. Gib mir das. Gib mir das. Gib mir das. Oh, tschüss. Was kann ich hier machen? Oh, ich habe den wiederbelebt. Okay. Okay, okay, okay. Kriegen wir hin. Oh, tschüss, Alter. Der haut mir ganz schön auf die Fresse hier. Ja, gut. Das hat sich erledigt. Ciao. Gut. Komplette Dorf ausgerottet, damit wir das Ding endlich kriegen. Wusste gar nicht, ob ich die ansprechen soll, weil ich mir immer denke, dass diejenigen dann so genervt sind, weil jemand privat unterwegs ist. Ja, mein Gott, also man kann es halt auch übertreiben, ne? Warte, was? What? Als der letzte Dorfbewohner zu deinen Füßen liegt, realisierst du, dass ihr Plan nie war, dich zu besiegen, sondern nur Zeit zu schänen, während die alte Frau den Schrein niederbrennt.
Hallo Reliktzerstörer, das hast du die goldene Marke nicht erhalten. Fantastisch. Na toll. Naja, immer haben wir es gefunden. Das, Gratulation. Geld. Even peace hides steel within. Die Wildnis ist die Heimat vieler Rebellen, Krimineller und Bestien. So, jetzt muss ich hier mal umschwitchen auf die. Und ab geht die Luzi. Ha! Naja. Bup, 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 bup. Alle Fotzen außer Mutti. So ist es. Nein, nein, ist es nicht. Ja, sobald Weibsvolk anwesend ist, das wäre nicht sehr nett. Aber der Spruch ist trotzdem sehr ein bisschen witzig. So, schön. Da freut er sich. Ja, Klingen des Halsabschneiders. Zwei edle Klingen für Edelmänner. Gut geschärft und gepflegt und tödlich. Gut, dann kommt mal ran, ihr Lappen. Wegschnetzeln. Schnetzel, 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 Schnetzel. Alter, die sind echt ziemlich schnell, die. Ziemlich schnelle Klingen, muss man den lassen. Holy shit, Alter. Zack, 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 zack und... Okay, die sind echt geil, Alter. Die Dolche sind mal richtig nice. Gleich mal ein Abo auf YouTube dagelassen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ich hoffe, du erfreust dich weiterhin über meinen Content. Das würde mich sehr erfreuen. Nachdem du den Kampf überstanden hast, plünderst du, was du kannst. Du hältst viel Ruhm. Und ich habe Ausrüstung gewonnen, und zwar... Ancient Smiths have considered the same issues we do. How to handle hunger and resources during battle. Gut. Dafür brauchen wir mehr Ruhm, aber immerhin haben wir es schon mal. Da kriegen wir nochmal Gold in die Foot geschoben. Und wir könnten mal kurz eigentlich lagern. Wir müssen nämlich mal ein bisschen Futter kaufen. Und zwar schauen wir mal gerade Nahrung kaufen. Ja, komm, nehmen wir das mal mit. Und was hat er hier noch Ausrüstung für uns? Retta, Retta! Naja, das passt schon. Nein, nicht Nahrung kaufen. Nicht Nahrung kaufen! Warte, wir machen mal so. Genau. Und weiter geht's. Okay, ich decke jetzt erstmal die Karten auf, wo ich nicht weiß, was ist. Gefährliche Wildnis. Alles klar, genau dasselbe wie gerade. Aber das kriegen wir hin. Kenn ich immer, wenn ich einen sehe, will ich lieber reden, anstatt ein Bild zu machen. Da komme ich immer so blöd vor. Nö, wieso? Also, ich freue mich. Man freut sich halt als jemand, der so wie hier so in der Öffentlichkeit Content macht, freut man sich so oder so über Leute, die sich dafür begeistern. Und ihr kränkt jetzt niemandes Ego oder so, wenn ihr jetzt Sekunde. So, und zack. Ihr kränkt jetzt kein Ego von irgendjemandem, wenn ihr kein Foto machen wollt. Wenn derjenige aussieht, als wäre er leicht angebunden, dann, weiß ich nicht. Dann belastet bei einem Hallo oder, keine Ahnung, kurz ein kurzes Gespräch. Und wenn ihr seht, okay, der schlendert so durch die Gegend. Zum Beispiel habe ich mich schon mal wunderbar auf einem Konzert mit jemandem unterhalten. Über die Bands, die spielen. Das war eine coole Sache. Du gehst halt mit einem guten Gefühl aus dem Gespräch raus. Wenn du jetzt nicht irgendwie fragst, keine Ahnung, wann man das letzte Mal gebumst hat oder irgendwie an den Nippel rumspielen willst oder so. Und ja, sowas hatte ich tatsächlich auch schon. Ist da gar nichts Schlimmes dran. Und wer ein Foto will, kriegt ein Foto. So, das ist ja auch nicht schlimm. Ne? So ist es. Gut, haben wir das hier mal auf dem Tisch. Und natürlich nehmen wir... Hoppala. Den Zorn. Ja, sicher, Ehl.
7 Nahrung, wunderbar. Ah, so. Und ich weiß nicht, wie viel Ruhm wir brauchen. Wir gehen allerdings erstmal nochmal weiter. Sonst können wir da vielleicht nochmal hin und mit der Alten reden. Inattention leads to disaster. Not every inch of the wilderness is peaceful. Die Wildnis kann manchmal... Ach, ernsthaft jetzt schon wieder? Nee. I have little sense of trust for wandering merchants. True bargains are rarely found. Marley, danke fürs Resubben. Those who are unwilling to wait around for their customers to test their wares. Okay, wir treffen jetzt in der Wildnis auf einen wandernden Händler, der offensichtlich ein Relikt hat. Wollen wir mit ihm einen besseren Preis aushandeln? Das Relikt kaufen können wir nicht, weil wir uns zu wenig Gold haben. Oder wollen wir es mit Gewalt nehmen? Ihr entscheidet. Und danke nochmal an Marlin für 6 Monate. Super nice. Übrigens muss ich mal gucken, dass ich so langsam mal für die 3 Monate irgendwie mir was ausdenke. Ich meine, viel Farben haben wir ja nicht mehr, aber... Ne, für den Badge. La 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 la. Okay. Hallo Bimo. Hallo Bimo. Hallo. Nicht pupsen jetzt. Nicht pupsen. Nicht pupsen jetzt. Da ist ein Mikrofon. Da ist ein Mikro. Ja, nicht pupsen. Und du gehst bitte weg von... Ja, du fühlst dich... Hast dich schon wieder ertappt gefühlt hier, ne? Leg dich einfach dahin. Nicht kratzen. Boah, der Stuhl sieht auch aus, ey. Hauptsache, mein guter Stuhl geht da nicht flöten. Gut, ihr sagt, wir sollen einen besseren Preis aushandeln. Wenn du gewinnst, wird der Preis sich um den Gesamtwert der Würfel verringern. Wenn du verlierst, könnte er sich weigern, es dir zu verkaufen. Ich würde sagen, wir falschen jetzt einfach mal. Und ich würfel jetzt die höchstmögliche Zahl. Back to the bones. I hope you have learned to wir haben auf jeden Fall schon mal das. Ah, Leute, ich kann nicht nochmal würfeln, scheiße. Naja, 8. Das heißt, es kostet... Wir machen es nochmal weiter, ne? So, wir falschen jetzt nochmal weiter. Das ist ja scheiße. Das kriegen wir noch besser hin. Oh Gott, Alter. Ja, komm, machen wir nochmal komplett neu. Das geht besser. Und zack, komm. Jawohl, 14. Das nenne ich mal einen geilen Preis. Weiter. So. 18 Gold. Sollen wir es uns jetzt kaufen? Nochmal weiter falschen? Oder es uns mit Gewalt nehmen? Das mit Gewalt nehmen... Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? 40 minus 14 sind für mich nicht 18. Weil 18 plus 14 sind für mich 32. Wo sind die anderen 8 Gold hin? Wobei es kann sein, dass ich tatsächlich die 8 von vorher, es kann sein, dass es ab... Naja, gut. Gewalt ist immer gut. Schön mit Eis den Stream genießen. Lehnt euch zurück, Freunde. Tippt zwischendurch mal was in den Chat. Und freut euch über diesen Content. Wie von vorher, okay. Okay, ihr sagt, wir sollen das einfach kaufen. Deswegen machen wir das mal. So viele Münzen kann ich bisher nur aus meinen Träumen. Der Händler wirkt zufrieden mit dem Handel. Wir haben ein Relikt wieder erlangt und ich verliere 18 Gold. Immerhin. So. Verfluchter Helm von Ogagu. Der neue Träger des Gegenstands wird einen Fluch erhalten. Diese Karte kann nicht abgelegt werden. Schmerz. Die Wirkung aller Schmerzkarten werden bis zur nächsten Karte doppelt angewendet. Danach musst du die Karte ablegen. Okay. Das ist übel, Alter. Das ist übel. Du siehst das Relikt genau an und bemerkst ein starkes Gefühl von Unbehagen. Das ist nicht gut. Wir sollten kurz lagern. Und unser Leben auffallen, weil ich habe das Gefühl, das ist, hier können wir auch nur eine Nahrung für 6 Gold. Ne, das sehe ich nicht ein. Ja, einmal machen wir noch. Gut. Alles klar. Gut. Ene, mene, mu und raus bist du, Baby. Keine Ahnung, was ich jetzt genommen habe hier. Yeah! Gefährliche Wildnis. Okay. Rein ins Getümmel! Tümmel!
Oh, Käse. Das sollten wir hinkriegen. Auch wenn die Musketiere natürlich... Aber ich habe meine Geheimwaffe hier. Ich mache halt... Der ist down. Alter, wie viel Schaden ich auch einfach mache. Ich habe halt kein Schild, ne? Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich... So, ciao. Na toll. Na toll. Shake it off. Shake it off. Shake it off. Bam. Zack. Easy. Super, 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 pooper, super. Okay. Gefahrlicher wird das. Schwuppdiwupp, viel Ruhm. Und wir haben endlich genug Ruhm, um dieses schönes Kostüm da anzulegen. Nachdem du den Kampf überstanden hast, plünderst du, was du kannst. Du hast viel Ruhm und alle Begegnungen aufdecken. Super duper. Und dann noch 15 Leben kriegen wir dazu. Und 5 Gold kriegen wir dazu. Und was war das andere jetzt hier? Warte, was? Okay, gut. Ich dachte, ich kann die Karte nach 2 Runden schon wieder ablegen, aber so. Dem ist nicht so. Gut, dann gehen wir hier hin. Die weite Wildnis. Na schön. Wieder ein bisschen was aufladen hier. Mehr Max-Leben. Und dann nehmen wir die noch eben hier. Und gefährliche Wildnis. Machen wir die auch noch eben fertig. Gar kein Problem, Freunde. Bin ich hier richtig für Spielspaß, Erotik 18+? Ich denke schon. Und wieso zum Teufel votest du gegen mich, Physikus? Was soll denn das? Das habe ich gesehen, Mann. Da wird direkt der Mod-Status entlassen, würde ich einfach mal sagen. Ich war jetzt so fokussiert auf den... Scheiße, versaut. Ciao. Oh, mega lag. Okay. Plage des Nordens habe ich gekriegt, ein Erfolg. Kurz gucken, was das bedeutet. Okay, ich bin gerade im Family Mode, deswegen kann ich ja nicht nachgucken. Egal! So, so, gefährliche Wildnis. Easy peasy. Ich halte 4 Ruhm und Ausrüstung, und zwar die Bastion der Läuterung. 15 Gold, schönes Ding. Und damit... Hätten wir den Teil schon mal fertig. Ich würde jetzt einfach mal nochmal auf die Karte gehen, um zu gucken, was es heißt. Ich bekomme 3 Nahrung. Die Wildnis kann... Oh, schüss, Alter. Naja, gut. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir wieder ganz zum Anfang und gehen den Weg nach oben. Ich bin nämlich neugierig. Hier kommt nochmal ein Kampf. Oh, shit. Naja, gut. Immerhin kann er mich mit, nee, nicht mehr abziehen. Ja. Food, you will surely perish. Ja, bla bla. Immerhin kriegen wir 45 Leben. A simple part of every story. Especially a tale spent in the company of allies and boon companions. Jetzt kommen wir zum freundlichen Gastwirt. Herzlich willkommen. Als die Nacht hereinbricht, kehrst du in das rostige Rasiermesser zurück. Erinnert euch noch das mit dem netten Gastwirt, der herumgeschrien hat, dass wir alle fertig machen? Der Eigentümer begrüßt dich herzlich. Was kann ich meinem Retter des rostigen Rasiermessers anbieten?
Wenn ihr verletzt seid, ich... Wer ist hier aufs Maul geflogen? Ist irgendwas kaputt gegangen? Ist jemand verletzt? Ich glaube nicht, ne? Ah, es war Amy. Na gut. Wenn ihr verletzt seid, ich bin ein anständiger Heiler. Wenn ihr Hunger habt, dann haben wir Essen für euch. Und wenn ihr einige Vorräte mit euch führt, dann können wir es euch hier immerhin recht gemütlich machen. Heilung, eine Speise oder Erholung, was benötigt ihr? Wollen wir uns heilen lassen, Essen bestellen, erholen, die neuesten Gerüchte besprechen oder... Ja, gehen. Ja gut, gehen macht jetzt nicht so viel Sinn. Aber Essen, erholen, heilen, was sagt er? Entscheidet euch, bitte. Danke. Was ist los, Amy? Hm? Was machst du hier schon wieder für einen Scheiß? Was machst du für eine Kacke? Die Amy ignoriert mich. Sie geht wieder hinter dem Bildschirm. Und da ist die andere Katze auch noch. Ihr habt echt Bock, ne? Ist da draußen jemand? Mhm. Versteckt ihr euch gerade? Wenn ein Einbrecher ist, dann sagt ihr mir ja Bescheid, ne? Ich muss ja echt morgen mal saugen, ey. Das ist alles voller Katzenhaare. Okay, ich soll Essen bestellen. Eurer Meinung nach? Dann machen wir das doch. Ah, da muss ich sogar für bezahlen, ihr Schweine. Also nicht ihr Schweine, sondern der Gastwirt. Alter, das ist, ja komm, besser als gar nichts. So, das reicht fürs Erste. Dann, wobei wir können scheinbar alles machen. Ich gehe mal auf die Gerüchte. Ihr redet über das Gasthaus und wie der Betrieb, der in der letzten Zeit gelaufen ist. Schön, das hat viel gebracht. Lass uns mal heilen. 10 Gold für die Heilung. Alter, ich dachte, der schenkt uns jetzt hier irgendwas. Nö, ganz ehrlich. Lass mich in Ruhe. Du gehst hinaus. Was ein Arsch. Weißt du, ich dachte, der gibt uns jetzt hier voll die Sachen. Und wieder heimtisch Wildnis hier. Du pflückst ein paar saftige Wildbeeren. Von einem Dorn besetzten Dickicht. Die Erkenntnis, dass sie giftig sind, kommt viel zu spät. Zack, 5 Leben weg. Meine Fresse, wann ist diese Karte denn endlich verschwunden? Das ist ja... ekelhaft. Ah, die weite Wildnis. Das ist aber schön. Ich finde Münzen, das freut mich. Das freut mich einfach. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben entweder die Wintersonnenwende oder die Heimtücke. Ich gehe auch gleich auf die Wintersonnenwende, Freunde. The longest night and a symbol of the deepest matters. You would do well to attend to the things that happen here. In der längsten Nacht des Winters bauen die Bewohner von Stigall ein riesiges Lagerfeuer auf, um den Sieg des Lichts über die Dunkelheit zu feiern. Es ist die einzige Nacht, in der das Kaiserreich gegenüber dem illegalen Gebrauch von Magie ein Auge zudrückt. Du schließt dich einer Gruppe Bauern in der Nähe des Feuers an. Während sie selbst einen Schluck trinkt, bietet dir die Frau neben dir einen Pokal an. Höflich nimmst du den starken Trank entgegen und probierst schnell davon. Wärme schießt durch deinen Körper und du fällst in einen tiefen, hypnotischen Trance-Zustand, während du in die tanzenden Flammen starrst. Du wachst auf und stellst fest, dass du dich in einem Stall befindest, zusammen mit einer Kuhherde. Auf deinem Weg nach draußen bemerkst du einige bewusstlose kaiserliche Wachen, die sich vor dem Stall aneinander kuscheln. Kein Segen im Inventar gefunden. Hätten die uns jetzt einen Segen geklaut, oder was? So. Ja, das war ja nice. Dann gehen wir mal hier hin. You strike me as the type who would put themselves in harm's way for the benefit of others. Yet, perhaps you'd rather have someone else sacrifice themselves for you. Weiter vorne hörst du Schreie. Während du die gepflasterte Straße entlang gehst, siehst du flackernde Lichter auf dem Weg vor dir. Als du dich näherst, siehst du ein Gebäude, aus dessen oberen Fenstern Flammen und Rauchschwaden kommen. Draußen hat sich eine Menschenmenge gebildet, die Eimer mit Wasser herumreicht, um den Brand zu bekämpfen. Als du dich durch die Menge drängst, siehst du eine Frau, die die Dorfbewohner panisch anfleht. Bitte helft mir! Meine Familie ist da drin! Irgendjemand? Hilfe! Sollen wir uns alleine dem Feuer stellen? Kolbjörn versuchen lassen, die Leute aus dem Feuer zu retten oder einfach gehen? Was sagt er? Hm? Was sagt er? Warte, seit wann geht das Stream? Was habe ich verpasst? Seit 19 Uhr. Du hast schon einiges verpasst, mein Lieber. Jeden Mittwoch, jeden Montag, jeden Freitag, 19 Uhr. Übrigens am Freitag fangen wir deutlich früher an. Ich weiß noch nicht wann. Wahrscheinlich irgendwann gegen 15 Uhr, weil
ich abends schon verabredet bin. Ist halt so der Wochenendfaktor, ne? Den habe ich natürlich nicht beachtet, aber so oft bin ich am Wochenende auch nicht weg. Bloß nicht den Begleiter verlieren. Okay, ihr habt euch entschieden für die 1. Wir sollen uns im Feuer alleine stellen. The wheel is one of my favorite innovations. It combines many different elements of our game into one. Okay, dann mal schauen. Und stopp. Scheiße. Der Rauch ist zu dick und du verlierst die Orientierung. Deine Augen brennen und du stolperst zurück zum hinteren Teil des Gebäudes, um durchzuatmen. Ich muss mich kurz erklären, ich habe noch nie dieses Rad gehabt. Deswegen wusste ich nicht. Hat einen kleinen Delay, ja, das wusste ich tatsächlich nicht. Die Frau sieht, wie du mit leeren Händen herauskommst und schreit: Mein Mann! Habt ihr meinen Mann gesehen? Er ist noch dort drin, bitte helft ihm! Der Kartengeber führt dem Radgemmel eine weitere Schmerzkarte Leben hinzu. Einmal drehen wir noch, oder? Komm. Möglicherweise... Gott, diesmal schaffe ich's. Oh, ich muss hier unten klicken. Okay. Yes! Yes! Eine Mühe haben wir. Durch einen Schleier aus Rauch siehst du die jüngste Tochter. Danke. Der Frau, die unter einem Bett weint. Du überredest sie herauszukommen, sammelst sie auf und trägst sie aus den Flammen. La 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 la, ja natürlich möchte ich das anlegen. Ein Dorfbewohner eilte zu Hilfe. Danke, ich mache ab hier weiter. Aber seid gewarnt, das Gebäude ist nicht sicher, es wird bald einstürzen. Die Frau umarmt ihr Kind und dreht sich noch einmal zu dir. Mein Mann, habt ihr meinen Mann gesehen? Er ist noch drin, bitte helft ihm. Na komm, einmal, das kriegen wir hin. Das kriege ich locker hin, Leute. Komm schon. Scheiße! Fuck! Was bedeutet das? Du hörst einen schrillen Schrei, als ein Querbalken im Raum nebenan einstürzt. Das Feuer fordert ein Opfer. Ich bin einfach ein Zocker. Ich bin ein Zocker. Wir kriegen das hin. Komm. Okay. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe zu früh geklickt. Zu spät geklickt. Ah, na egal. Mit einem plötzlichen Knacken stürzt der Balken über dir herunter, verletzt dich und versperrt dir den Weg. Du gehst denselben Weg zurück aus dem Gebäude. Naja, gut. 10 Leben haben wir geopfert und... Ja, gut. Als du das Gebäude verlässt, fällt es hinter dich zusammen. Du konntest zwar nicht alle retten, aber die Dorfbewohner sind dir für deine mutigen Anstrengungen dankbar. Ah, naja. Was soll das denn? Ne? Wir haben wenigstens, ich weiß nicht, was Ruhm haben wir, glaube ich, gekriegt. Puh. Was ist das hier eigentlich für ein Clown? Egal, das werden wir wohl bald herausfinden. Kartenzeichner. Exploration. We have many lands to discover, you and I. If you cannot make use of this, I will question your skills. Ein reisender Kartenzeichner, der dabei ist, die erste vollständige Karte des Kaiserreichs anzufertigen, möchte dir Gold für Informationen über die Gebiete, die du während deiner jüngsten Reisen gesehen hast, geben. Ich brauche nicht jeden Stock und Stein von hier bis zur Hauptstadt, aber ich bin sicher, jedes Wissen, das er mir bieten kann, ist sein Wert. Sollen wir ihm 42 Gold, also sollen wir 42 Gold akzeptieren als Bezahlung oder sollen wir später zurückkommen und mehr Gold akzeptieren? Oder ist im Endeffekt auch egal, weißt du? Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir alles aufgedeckt haben, aber ich lasse euch mal abstimmen, mal gucken, was passiert. Okay, ihr seid ziemlich einer Meinung und seid, wir sollen einfach das Gold annehmen. Hätte ja sein können, dass wenn wir alle Karten haben, wir ein Reliktgeschenk kriegen oder so von dem. Ich kenne mich da ja nicht aus. Ihr seid ja die erfahreneren Spieler, glaube ich zumindest. Gibt 2 Gold pro Karte. Ja, gut. Ja, ist ja gut. It appears I must wait 100 more.
Der Kartenzeichner hört dir aufmerksam zu, als du ihm aus den nahegelegenen Gebieten beschreibst, woran du dich erinnerst. 42 Gold, easy peasy. Er ist sichtbar beeindruckt von dem Wissen, das ihr auf deinen Reisen angeeignet hast. Das du dir auf deinen Reisen angeeignet hast. Oh, zack, da kriegen wir noch eine Marke. Endlich mal ein bisschen Ruhm. Und dann gehen wir mal da weiter. Gefährliche Wildnis. Ja. Ja. Kämpfen. Immer dasselbe, ne? Ja, da sitzt gar keiner. Ich tue nur so. Ich tue immer gerne so, als wäre da was. Es fliegt wie ein lustiges Schweinchen. Ja, moin. Da freut er sich, Alter. Ja, ich weiß, was das Ding kann. So. Ab geht es, würde ich sagen. Dab. Oh shit, Alter. Mal erstmal die down hier. Weil die sind relativ schnell down. So, und jetzt mit Links-Shift draufballern. Boots! Zack! Weg und F. Auf den Arsch gehauen. Ich muss sagen, im Kämpfen bin ich schon relativ gut geworden, ne? Also das Kampfsystem ist doch ziemlich cool. Dann kommt die nächste Folge-Sendung mit dem Masel. Die kommt, wenn genug Themen da sind. Ich denke mal, wenn wir mehr zur Webserie wissen, werde ich da neue News raushauen. Nachdem wir Kampf überstanden hast, plünderst du, was du finden kannst. 4 Ruhm haben wir gekriegt. Dann Ausrüstungsteil. Dann nehmen wir mal den Helm hier. Jawohl. Und 3 Nahrung. Und dann gehen wir mal einen weiter hier hin. Ja, schon wieder, Alter. Immer dasselbe hier. Ah, scheiße, ey. So, hier. 10 Max-Leben dazu, das ist aber schön. Weapons. Perhaps both will fulfill you here. Als du auf die Brücke in den Bergen zugehst, siehst du, dass sie bereits belagert wird. Aus deinem Blickwinkel bemerkst du, dass die Struktur der Brücke beschädigt ist. Mit Glück könntest du es schaffen, einen Gegenstand so zu werfen, dass die Brücke einstürzt. Willst du riskieren, einer deiner Gegenstände gegen die Brücke zu werfen, oder willst du dich in den Kampf stürzen? Ihr entscheidet, meine Damen und Herren. Läuft. Haben wir denn irgendeinen Ausrüstungsgegenstand, der scheiße ist? Wahrscheinlich ein Holzschild oder so ein Kack, ne? Was wir nicht mehr brauchen. Okay. Ihr sagt, dass wir einen Ausrüstungsgegenstand werfen sollen. Dann suchen wir mal einen aus. Was haben wir denn hier? Die Axt des Kriegers ist halt... Ja, brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, weil wir haben den Hammer. Nehmen wir die Axt des Kriegers. Jetzt zwar eine Marke, aber gut. Ballern. Du schätzt kurz den Wind ab und wirfst dann dein Geschoss gegen die Brücke. Die Brücke zerbricht, wobei einige deiner Gegner in den Untergang stürzen. Die anderen bereiten sich auf den Kampf vor. Hä? Soll ich mir jetzt einen aussuchen, gegen den wir kämpfen, oder was? Das ist mir so egal, Junge. Ich mach die so oder so fertig, Mann. Ich bin der Beste. Ich bin einfach der Beste in dem Game, ja. Mich kann keiner schlagen. Niemand. Auch nicht die Lappen da, die da jetzt kommen. So. Wir haben einen lustigen Helm auf. Der sieht witzig aus. So, Kollege. Lol, Alter. Der bläst einfach weiter, obwohl wir den gerade übel aufs Maul hauen hier. Zack. No problemo. Wir hätten vielleicht kein Leben verlieren sollen, aber ist auch egal. Passt schon. Schön. Du siehst nach, ob sich bei den Gefallenen etwas von Wert finden lässt. Wir haben ein bisschen Ruhm gekriegt. 10 Leben kriegen wir. Wunderbärchen. Achso, Leben haben wir. Das ist ja nett.
So, dann schauen wir mal eben. Wir haben jetzt noch 4 Karten. Würde ich sagen, nehmen wir mal die. Okay, ja, bla bla. Ich krieg 3 Nahrung abgezogen. Doppelt 3 Nahrung abgezogen. Ist aber ärgerlich jetzt. Und ich hoffe, dass hier jetzt irgendwas von Wert drin ist. Ja! Leider haben die Plünderer das Dorf zerstört. Bla bla. Geschenk der Ältesten. Wir haben keine Platin-Ausrüstung. Kriege ich dann irgendwas anderes wenigstens? Nö. Was für Ärsche. Na gut, hier vielleicht irgendwas Schönes. Ja. Einige Münzen. Schön. Bringt uns allerdings nicht wirklich viel, wenn wir... Ah, okay. Wenn wir keine Nahrung haben. So, dann nehmen wir nochmal die heimtypische Wildnis mit hier. 10 Leben weg. Ja, komm. Ist mir egal. Und jetzt trete ich dem Boy hier. Who hired these thieves? That is the true question. Mhm. Obwohl sie ihre Spuren gut verschwischen. Schwischen. Bis August musst du auch ein 3-Year-Sub-Ding fertig haben. Lol, gibt's jetzt auch? Ja gut, kriegen wir hin. Obwohl sie ihre Spuren gut verwischen, kannst du den Dieben schließlich bis zu ihrem Lager folgen. Du erwischst sie dabei, wie sie das Relikt eilig auf einem Pferdewagen packen. Haltet ihn auf, während wir die Pferde bereit machen. Wir sollten dann auf jeden Fall die nehmen. Da war ich richtig gut mit. Gut. Knallen, würde ich sagen, oder? Kriegen wir hin. Ich mache mir gar keine Sorgen. Ja, Sophia, ich muss sowieso noch die 3 Monate Sub-Badges fertig machen. Demnach gar keinen Stress. Kriegen wir schon hin. Scheiße. Ah! Ah, immer wenn ich Schaden kriege, wird das resettet. Das ist halt richtig... Was, die entkommen? Oh fuck, ich habe nur eine gewisse Zeit gehabt. Oh nein. Ich habe die Zeit nicht im Auge gehabt. Oh nein, habe ich jetzt komplett verloren, Alter? Die sich entfernende Hufgeklapper macht sich auf eine Kutsche aufmerksam, die am Horizont verschwindet. It is not one game now, but a score, each with its own nuance and delicate approach. Ja, komm, das Knacken. Ich mach die jetzt nochmal fertig hier. Ich mach euch tot, ihr Lappen! Diesmal aber schneller. Kann auch sein, dass ich nächste Mal einfach ohne die... verdammt, ey. Sind jetzt immer noch wieder... Ist halt herzlich, wir haben sich wieder aufgeladen. Scheiße, Alter. Okay, ich habe jetzt 1 Minute 15 Zeit. Okay, warte mal. Mach mal hier. Mann, ich drück immer Rechtsklick, Mann. Das ist doch... Ich scheiß jetzt auf Rechtsklick, Alter. Ich roll jetzt einfach weg. Ah! Und ich habe trotzdem Rechtsklick gedrückt. Und oh, ich habe nur noch 3 fucking Leben, Mann! Okay, fuck. 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 Okay, die sollen ruhig entkommen. Die sollen einfach entkommen. Lass mich in Ruhe. Lass mich in... Scheiße, Alter. Ja, du brauchst Hilfe. Ich glaube es echt. Oh, scheiße, Mann. Oh mein Gott. Oh shit. Oh mein Gott, mir geht gerade so der Arsch auf Grundeis hier. Holy Macaroni. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Okay. Roll um dein Leben. Scheiße, ey, das war sauknapp. Okay.
Da sollen sie sich ruhig verpissen. Jetzt schnell lagern. Oh Gott, ey, jetzt haben wir nur noch eine Nahrung, die wir hier kaufen können. Shit, Junge. Ah, fuck it. Okay, können wir hier noch irgendwo zu einem Händler oder so? Nee, ne? Okay, jetzt muss ich mega aufpassen. Also, das ist zwar dumm, vielleicht. Vielleicht ist es dumm, ich weiß es nicht. Aber ich werde jetzt die Waffe anlegen. Weil ich kriege die nie und nimmer so schnell down. Dann haue ich die lieber 2-3 Mal. Und ich muss mehr ausweichen. Und ich habe jetzt nur noch 33 Leben. Oh mein Gott. Okay, es wird doch nicht so easy peasy, wie ich dachte. Holy shit. Ich muss mehr ausweichen und ich muss mehr zuhauen. Okay, gönn dir. Knall die weg. Das ist eine gute Kombi, quasi die zu betäuben. Fuck! Oh, fuck my life. Oh, fuck my life, ich hab nur noch ein Leben. Nein, 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 nein. Komm schon, komm schon. Oh mein Gott, Alter, nicht dein Ernst. Now death comes to you. This story ends here. Naja, das waren 60 Minuten für den Arsch. Danke auf YouTube nach fürs Zusehen, auch natürlich auf Twitch, aber auf Twitch gehe ich gleich nochmal genauer drauf ein. Tut mir sehr leid, dass ihr jetzt eine Stunde umsonst geschaut habt, dass wir jetzt ganz kurz vorm Ende krepiert sind. Ja, das heißt, wir müssen das alles nochmal machen, aber nicht mehr heute. Ja, auf YouTube erstmal, bis zur nächsten Folge. Macht es gut.